Ground and Pound TV hier bei UFC Hamburg und an meiner Seite das deutsche Schwergewicht in der UFC, Gyrgyz Danio. Gyrgyz, beim letzten Mal, als ich dich gesprochen habe, hast du gesagt, deine Lehre aus dem ersten UFC-Kampf war, nie wieder verletzt antreten. Ich nehme an, da du übermorgen, in den Käfig steigst, geht's dir gut und deine Fitness ist top. Ja, also Gott sei Dank, klar hat man aber Kleinigkeiten, Verletzungen an der Vorbereitung, das ist ganz normal, aber keine große Sachen. Auf jeden Fall bin ich diesmal richtig topfit, bin ich. Ich habe alles gemacht, was ich machen konnte, mit meinen ganzen Trainern, Sparringsleuten. Habe sehr hart trainiert dafür, für diesen Kampf, und will auf jeden Fall auch gewinnen und werde auch diesen Kampf auch gewinnen. Ich muss es. Hast du außer dieser Lehre noch irgendwas anderes an deinem Training geändert oder einfach nur dieselben erfolgsversprechenden Dinge wie früher gemacht? Ja, ich habe meine boxerische Fähigkeiten habe ich anders. Also diesmal habe ich trainiert fürs Boxen. Das letzte Mal hat mir das ein bisschen gefehlt, aber jetzt habe ich auch einen Boxtrainer. Das ist auch der Elvin, mit dem habe ich sehr, sehr viel zusammengearbeitet. Boxen, Ringen, alles habe ich halt weitergemacht, so wie es war vorher. Bin nur als Boxen noch geschäft und konditionell habe ich sehr, sehr viel gemacht für den Kampf. Du triffst am Samstag auf Christian Colombo aus Dänemark. Einer, der hat schon Erfahrung mit deutschen Schwergewichten, ziemlich gute sogar. Wie siehst du deinen Gegner? Wo hast du deine Stärken? Wo hat er seine Stärken? Ja, Christian Colombo ist ein großer Typ, der clincht sehr gerne, drückt sehr gerne viel am Käfig, saugt echt sehr viel ein, so die Kraft. Ich konnte jetzt auch nicht so viel über den sehen, weil da gibt es nicht so viel Videomaterial über ihn zu sehen. Aber so vom Hören und ja, seine Stärken ist das, was ich gerade gesagt habe. Meine Stärken werden es jetzt die Fitness sein und das Boxerische wird es sein, auf jeden Fall. Und dass er auch im Ducken auch langsamer ist auch als ich. Das ist meine Meinung, dass er viel langsamer ist als ich und werden meine Stärken auch beweisen. Jetzt hast du in London gekämpft, da war es auch ein ausverkauftes Haus, aber eben in London. Jetzt sind wir hier in Hamburg, auch eine ausverkaufte Halle, die im Zweifel hinter dir steht. Glaubst du, dass sich das als Heimvorteil bemerkbar machen wird gegen Colombo? Ja, auf jeden Fall. Es ist, irgendwo ist es auch ein Heimvorteil, irgendwo ist es auch ein bisschen Druck, aber mit diesem Druck kann ich auf jeden Fall ein bisschen besser umgehen. Letztes Mal habe ich, das war alles für mich neu. Gedanklich war es für mich auch zu sagen, ich war auch nicht so topfit für den Kampf. Es ging so viele, sehr, sehr viele Dinge durch den Kopf. UFC an sich, den Ablauf, das kenne ich jetzt alles so ein bisschen. Das beruhigt mich auch schon. Und ich bin auf jeden Fall fit für den Kampf. Und ich werde auch einen sehr, sehr guten Kampf auch abliefern. Hilft dir das, dass jetzt noch Teamkollegen von dir auch auf der Karte in Hamburg kämpfen? Also Yessen Ayagi oder auch andere deutsche Kämpfer, mit denen du auch schon trainiert hast? Na, natürlich. Es ist, wir vertreten alle Deutschland. Wir kämpfen für Deutschland. Der Yessen auf jeden Fall. Das ist... Der ist bei mir aus dem Team. Ich habe sehr viel mit ihm zusammen trainiert. Er hat auch mit mir viel trainiert. Wir sind fit, wir werden das packen. Die ganzen Jungs, ob es Peter ist, Nick, der Jesse und ich, vier Siege wollen wir auf jeden Fall mit nach Hause nehmen. Also gehen die Deutschen am Ende mit 4-0 aus dem Event aus Hamburg raus? Ja, das wünsche ich uns, auf jeden Fall. Das machen wir. Wir müssen es machen. Wir kämpfen in Deutschland, eine Heimat. Ja, ich denke, damit ist alles gesagt. Gyrgyz, dir noch viel Erfolg beim kleinen Weightcut, dir viel Erfolg am Samstag im Käfig und danke fürs Interview. Sehr gerne.